Hallo, ich bin Aslan. Ich habe einen türkischen Supermarkt, ca. 2000 Quadratmeter. Allah, Allah. Was ist los? Hä? Sie? Ach so, okay, Mama, 1800. 1500 Quadratmeter. Hey, ist okay. Hey, was? Ist okay, ist okay, ist okay. Ist. Circa 80 Quadratmeter. Aber, Moment. Moment. Gemüse und Obst, ne? Hier. Immer frisch. Immer knackig. Immer montags. Peter, komm mal her. Jetzt bist du dran. Probier mal Banane. Probier, jetzt. Nein, jetzt probiere. Jetzt probiere, mir scheißegal. Der probiert. Probier mal. Nein, Schokolade, probiere mal. Und schmeckt? Ist okay, ist okay. Weitergebe. Der gibt tatsächlich weiter, ey. Mannheim, ich liebe euch, ehrlich. Wow, wow. Scheiß Happens, egal. Ja. Der letzte isst dich alle auf. Aber nicht zurückschmeißen. Ich habe letztens einen Sushi so zurückgeschmissen, voll auf den Kopf. Drecksack. Ja, ich habe türkisch Supermarkt. Aber ich bin froh, dass ihr so gut drauf seid, weil ich habe viel Stress. Viel Stress in meinem türkisch Supermarkt. Ne? Der Rüdiger, kennt ihr noch? Rüdiger ist schon fast leider beinahe mein Schwiegersohn. Zur Information für den neuen Zuschauer: Rüdiger ist Ossi. Ja. Okay, haben wir Ossi im Publikum. Ne? Ja, hier vorne. Wie heißt du? Philipp. Okay, pass mal auf, Philipp. Bist du zum ersten Mal bei mir? Nicht vergessen, wir Türken waren zuerst in Deutschland. Nicht vergessen. Ja, ist so. Wir haben euch nicht gerufen. Ich war doch jetzt im Osten. Die haben so gelacht, die haben Standing Ovation gegeben für den Satz. Die sind cool drauf. Ja, aber dieser Rüdiger ist nicht so locker wie du. Dieser fast schon mit Schwiegersohn. Ich könnte, naja. Ne, der kam zu mir her, ne, sagt zu mir: Aslan! Ich könnte ausflippen, wenn eine Sachse meinen Namen ausspricht, ne? Aslan! Findest du ungerecht? Peter, halt jetzt mal die Gosche, ehrlich. Mach doch du die Nummer. Also. Aslan! Findest du ungerecht? Dass wir drüben immer so behandelt werden. Dass wir drüben im Drüben fischen. Halla, 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 halla. Nee, habe ich bis heute nicht verstanden, in dieser Ostzone geschwafelt. Nee, guck mal, Mannheim. Weil da drüben im Trüben. Da liegt doch die ganze Urschöpfung von der Jammerlappenkrankheit. Ja, wo heißt germanisch depressiv? Ne, Philipp, und das ist viel schlimmer als osmanisch depressiv. Das ist nur kurz, wenn wir es ihn beleidigt. Haben wir ein Messer in der Hand? Wieder gut. Ne, dieser Rüdiger wollte tatsächlich meine türkische Supermarkt übernehmen, weil er gedacht hat, es wird Zeit, überzugeben an die nächste Generation. Rüdiger Ossi, pass mal auf, habe ich gesagt. Ich habe keine Probleme, wenn du ab und zu übst, übergeben. Wenn du bist vollgesoffen oder meine Tochter Essmann hat gekocht. Aber grundsätzlich, du wirst dich mit einer Übernahme übernehmen. Was hast du gesagt? Halla, halla, er hat nichts verstanden.
Und ich musste ihm mal wieder auf den direkten Weg, also den körperlichen Weg, zeigen, dass er soll nichts schädigen, seine Nase, in Angelegenheiten von historisch, nicht kommunistisch beeinflussten Kaufleuten. Ja. Yeah. Er soll gehen seinen eigenen Weg, immer der Nase nach. Dabei ist rechts abgebogen. Genau wie seine Nase. Nee, Mann, ich komme dann immer mit dieser, ob Ossi jetzt oder Wessi, diese junge Generation, ne? Diese ganze Computer, diese mit der, diese Laptop. Laptop, ah, oh, da kommt der Lennart. Wo warst du, Prunze? Mutter, hat da Pipi gemacht? Mach doch so wie Peter, laufen lassen. Nee, komm. Scheppers, Scheppers, Scheppers. Letztens kam so ein Mann, so Computerfrisse. Ne? Kommst du mir in den Laden, sagt, ich soll mich weiterentwickeln, ich brauche auch mal so Computer. Ich soll kaufen jetzt den Beste. Er hat gehabt, der beste Computer. Okay, er sagt, komm, gehst du mal mit der Konkurrenz mit, kaufst du den beste Computer. Ich habe jetzt Commodore 64. Ne? Kennt ihr? Der ist super Computer. Der Bild ist noch ein bisschen wackelig. Aber mit Internet. Und da gibt es den Goggle. Kennt ihr Goggle? Der Goggle. So Suchmaschine, ne? Ja, da wollte ich halt mal gucken, was machen andere Obst- und Gemüselade. Ne, was macht der Konkurrenz? Habe ich mal so Banane eingegeben. Halla, halla! Jetzt mal ganz ehrlich, meine. Entweder ich bin hier am Mond oder hier. Wenn du eingibst Banane, da kommt nichts viel mit türkisch Supermarkt und. Da kommen. Ne? Ne? Ja, Lennart, Mutter erklärt später. Das will ich mal sehen, wie du das in der Pause erklärst. Ja, aber da kommen so Frauen, die machen komische Sachen mit der Banane. Seitdem, ich bin sehr überrascht. Wenn ich in meinen türkischen Supermarkt sehe, so graue Maus, die kaufen riesengroße Zucchini. Oh, und die sind dann immer so erschrocken, wenn ich dann sage, schönen Abend noch. Mashallah, mashallah, mashallah. Ja. Morning!